Hallo, hier ist wieder der Brennan von pwplay.de und ich begrüße euch zu einer neuen Episode GTA Vice City. Beim letzten Mal haben wir uns ja das schnellste Boot organisiert und heute gucken wir mal, was uns wieder erwartet. Erstmal brauchen wir natürlich einen Fahrbahnuntersatz, um hier ein bisschen vorwärts zu kommen. Wundert euch nicht, wenn ich mich ein paar Mal oft umdrehe, weil wenn man sich umdreht, dann verschwinden die Autos und es kommen neue. Da kommt ein Motorrad. Das sieht gut aus. Ey! Oh, scheiße. Das ist ja voll nach hinten losgegangen. Hat überhaupt nicht geklappt. Scheiß Motorradfahrer. Sprint nochmal ein Stück. 1, 2, 1, 2. So, ja. Gucken wir mal, dass wir heute mal ein bisschen hier Butter bei die Fische kriegen und da kommt wieder ein Motorrad, wollte ich sagen, aber das war ja nichts. Ja, diese 80er Jahre Karren, da sind teilweise richtig scheiße. Die hier. Die kann ich überhaupt nicht leiden, deswegen fahre ich da nie mit. Jetzt sind ja noch überall Bullen, ey, das gibt's doch gar nicht. Das wäre genau das Auto, wenn das nicht. Wenn da nicht direkt ein Bulle stehen würde. So, gucken wir erstmal, wo wollen wir denn überhaupt hin? Ich würde mal sagen, ich fahre mal wieder zum Diaz. Oh. Spiegel ab. Okay, dann macht das jetzt auch nicht mehr dick. So! Diaz war ich ja bisher immer total erfolgreich. Deswegen ist es genau die richtige Art von Mission, die wir jetzt brauchen. Ich brauche hier erstmal eine Flinte, müsste ausgewählt werden. Hier nehmen wir mal die Pistole. So. Angebot und Nachfrage. Eject! Plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Bro, you! It is my favorite El Burro movie, it died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Okay. Bin ja froh, dass der Kollege Diaz überhaupt nicht cholerisch ist. Und nicht mal eben seinen Videorekorder hier zerlegt hat. Mit der Flinte. Also auf das. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. Lance Vance. We got some competition.
So Tommy, we know it was Diaz busted our deal. So why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man. Real fresh. Ja, ich hätte doch, glaube ich, da hinten auch hingekommen, aber ich fahre jetzt mal hier lang. Und die fahren auf den anderen Booten lang. Und das ist wirklich, man merkt es schon, das geht ab wie ein warmes Semmel hier. Das ist das schnellste Boot. Ich kann richtig gut mit dem Boot auch fahren, also. Gut, dass der Vance da noch ein bisschen Action macht mit so einer Flinte. Ich wollte gerade sagen, das sieht mir stark danach aus, als hätte sich die Mission dann an dieser Stelle erledigt. Lass mal kurz Karte. Da bin ich lang. Ach so, ich muss da hinten rein. Dann würde ich sonst außen rumfahren. Nee, dann ist das besser, wenn man da durchfahren. Das stimmt. Okay. Und ihr seht, auch dieses Mal haben wir wieder unglaublich viel Erfolg bei den Missionen von unserem lieben Kumpel Diaz. Rüber da jetzt. So. Da ist eine Schreckenbulle wieder am Start, ey. War nur irgendein scheiß Auto. Komm, hier ist ein Roller. Ach, K funktioniert nicht, oder M? M? Nee. Oh. Das war ja überhaupt nicht erfolgreich gerade. Was war das denn für eine dämliche Aktion hier wieder, ey? Ach, Brennan, ey. Hau da mal rein. Mach da einfach mal fertig hier. Da wir mal Feuer kriegen kommen. Mann, ey. Die Mission hier am Verkacken und alles. Jetzt mal die Avery-Version, aber keine Lust mehr zu warten. Schutt und Asche, oh nee. Genau deswegen wollte ich die Mission von dem nicht machen. Ich glaube, ich ahne. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned and this. This is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Ach, ja. Ich freue mich riesig. Denn jetzt kommt die wahrscheinlich furchtbarste, aber auch witzigste Mission. Mit einem Helikopter, mit einem Spielzeughelikopter mit Bomben, das Gebäude da in die Luft jagen. Da werde ich ein paar Mal dran übelst verrecken.
komme ich denn nur vorwärts? Ich verkacke hier gerade total, denn ich kann irgendwie, oh, ich kann damit nicht umgehen, das ist ja furchtbar. Ich muss jetzt leider mal kurz in die Steuerung gucken. Wie fliege ich denn einfach nur nach vorne, verdammt? Vorwärts. W, ja, W, aber komm ich, W fliege ich nach oben. Und wie ihr seht, ist das Ganze auch überhaupt, ist das auch ein bisschen auf Zeit. Und der Helikopter kann natürlich auch kaputt gehen. Und ich hasse diese Mission sowas von. Ah! Oh ne, das ist ein Schütze so besser. Cool. Ach Leute, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen still wieder verharre, aber das ist totale Konzentration gerade bei mir, weil das super schwierig ist. Ich brauche auch wahrscheinlich erstmal eine Runde Mission, um erstmal klar zu kommen. Jetzt habe ich nämlich schon, ich hatte 6 Minuten Zeit, jetzt ist die Hälfte der Zeit schon fast rum. Muss ich gerade mal gucken, wie ich hier weiter nach oben komme. Weil ich muss. Irgendwo muss man durch das Gebäude durchfliegen, immer. Um da. Ah, da. Da ist das Treppenhaus. Vermutlich wird der Helikopter gleich in Flammen aufgehen.
ist nicht das Schöne. Jetzt darf man hier wieder rausfliegen natürlich. Aber ich komme so langsam mit der Steuerung klar. Jetzt nachdem ich auch mal gemerkt habe, gecheckt habe, wo ich hier nach vorne einfach nur fliegen kann. Oh Gott, ey. Also ich habe nichts umgestellt an der Steuerung. Es ist Numpad 9. Da fliegt er, da dreht er sich so und dann fliegt er halt nach vorne. Ich denke, kann man natürlich sagen, warum fliegt denn jetzt überhaupt noch weiter? Es gibt doch eh nichts. Aber das ist wirklich gar nicht schlecht zum Üben. Ich glaube, warte mal. Kann man das hier ein bisschen abkürzen? Ja, da kann man zwischen auf jeden Fall, aber hier nicht mehr. Oh, hier ist direkt durch die Treppe. Genau.